But wait, there's more. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Jokecraft und herzlich willkommen zum zweiten Teil der 99. Folge. In der letzten 99. Folge habe ich ja ein paar Pranks gemacht, aber das Beste habe ich mir jetzt für diese Folge aufgespart. Leute, es wird nochmal richtig klasse, denn ich habe ein paar kleine Pranks bei Sebo gemacht und es war einfach nur herrlich. Ich wünsche euch dabei viel, viel Spaß. Wenn es euch gefällt und ihr dieses Format The Jokecraft feiert, dann lasst gerne einen Daumen hoch da, dann sehe ich auch, dass ich dazu mehr Videos machen werde und schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr noch ein paar Prank-Ideen habt. Leute, viel Spaß. Mahlzeit, guten Abend. Sebo, hi. Hallo. Ich will mal was mit dir ausprobieren. Du kennst doch diese Lightweight Pressure Plates, auf denen man was wiegen kann, ne? Ja. Kannst dich ja mal draufstellen. Warte, wir machen zwei. Geh mal drauf. Stehen bleiben, bitte. Bleib mal bitte da stehen. Ey, krass, ich hab jetzt seit drei Tagen mal endlich wieder Bock auf Minecraft und jetzt kommst du mit Redstone. Stopp, bleib da stehen. Don't do it. Okay, Sebo, das ist eine Redstone-Schaltung, die du auch rauskriegst. Jetzt darfst du dich nicht mehr bewegen. Wow, ja, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, Sebo. Alles Gute dir, tschüss. Das hat er mit mir gerade auch schon gemacht, Sebo, toll. Achso, und wenn du die Redstone-Leitung kaputt machst, geht das natürlich auch hoch, ne? Also, okay. Musst halt gucken, ne, wie du das jetzt für dich löst, Sebo. Alles klar. A quick question. There are only 5 different coral blocks, right? Okay. Hello? Ich schaff das hier raus. I think there's... Der Trick hat was damit zu tun, dass du einen Pfeil und Bogen hoffentlich dabei hast. Ich hab einen Pfeil und Bogen dabei. Meinst du den Trick? You can shoot yourself. Yes, there are only 5 coral colors. Du bringst dich gerade selber in eine ganz brenzliche Situation. Du hast jetzt hier gerade so gesehen Polizisten, ja? Hast du jetzt hier gerade festgenagelt? Könntest du einmal hier in die Kamera gucken, bitte? Komplett Freiheitsberaubung in Germany. Wir haben keine Wissenserfassung. Viel Spaß. Was ist denn, Sebo? Sebo, was ist denn das Problem? Ich werde jetzt so viel Mut haben und von dieser Platte treten. Du kannst das machen, aber lass mich bitte. Ich werde mein Headset absetzen, wenn ich runtergegangen bin und da ist was zerstört. Dann mutiere ich aber zum Angry Polizisten. Oh oh. Das ist nicht gut. Sebo, ich habe eine bessere Lösung für dich. Soll ich eine bessere Lösung vorschlagen? Sebo, ich stelle mich stattdessen auf die Platte. Ja. So. Und Sebo, warte mal. Mhm. Du musst doch Redstone lernen, ne? Guck mal, siehst du die Fackel da vorne? Ja. Stopp, siehst du die Fackel? Siehst du, dass da drunter ein Schalter ist? Also frage ich mich, wo das Problem ist. I'm asking. Wow. Das ist einfach. Dude! Oh, alles cool. Warum hat das Windows-Update oder warum hat das Grafikkartentreiber-Update deine Sounds eigentlich nicht gelöscht? Ja, ist eigentlich wirklich so, ne? Jedes Mal Treiber-Update-Sounds im Eimer. Als kleine Wiedergutmachung habe ich darauf Sebo ein bisschen bei Redstone geholfen, mit einem Pufferfisch seine Geheimtür so richtig geheim gemacht. Ich muss mal gucken, ob die von beiden Seiten von Googlefish richtig triggerbar ist. Sonst musst du die Trash-Updates mit. Genau, der ist bissig. Da musst du halt immer aufpassen. Ja. Aber das ist halt das Beste, weil du da keine Chance hast, irgendwie dran zu kommen. Okay. Bruchstein. Geil. Also, vorsichtig, dass du den Pufferfisch da, ne, nicht. Also musst du mal vorsichtig sein, wenn du irgendwas hier von diesen. Nicht die Steine abbauen und auch nicht die Pressure Plate abbauen, sonst verschwindet er dir. Alles klar. Ey, dankeschön. Nicht dafür. Geil. Yo, hau rein. Bis bald. Tschö. Aber irgendwie waren alle enttäuscht, dass es doch nicht bumm bei Sebo gemacht hat. Also, Wo farmst du denn Corals? That's private. Okay, so, Entschuldigung. No, I think it's like northeast of my Urkunde. Ah, I don't know where your Urkunde is. Yeah, well, my Urkunde is like northwest of my base. I don't know where. Nein. Yeah, well, my Urkunde is pretty secret, so I would assume no one knows where it is. Es ist nicht in der Nähe von Sparks Planeten, oder? Buch, nee. No, it's not. I won't farm in the area of someone's base. Because ich glaube, hier ist keine Base.
Da ist keine Base tatsächlich. Das, was ich meine, da ist keine Base. Das ist eher so Farmland für alle, weil hier ist irgendwie alles an Terrakotta abgebaut, was abgebaut werden kann. Und davor ist eine Coral-Dings. Das ist ganz, ganz viel. Soll ich dir was holen? I do have enough, thank you so much. Okay. I just done with ich farming. Ich hab immer noch ein schlechtes Gewissen wegen dem Netherite. Ich hab die Folge ja jetzt gesehen. Ja, yeah, okay. Ja, ich weiß, wie viel Geld du ausgegeben hast, dass du noch farmen musst. 5 Dias or something like that? Naja. Yeah, maybe 6? Maybe 50? Yeah, like 50 Dias, so nothing. Was ist, Jo? It's one Raid Shadow Legends Product Placement and then I have the Dias wieder drin. Ach, die zahlen in Dias, geil. You know, yours not yours up to something bad if he's laughing like that. Ich werde gerade von einem like, Sebo like verfolgt. Der mich tötet. Crazy Maniac. Jo, du böses du böses Stück DNA. Jo, du böses Stück DNA. You just beleidigt his DNA, holy shit. Insulted? Insulted. That's a way to say you don't like someone. I really dislike your DNA. Nein, das ist gerochen. Diese andere Beleidigung. Which base is this, by the way? Ja, moin, ey, Lul, wenn du sowas hier sehen willst, bist du hier falsch. Was? Das sind... Ach, die Leute jetzt, ey. Ah! Einmal was Komisches geschrieben, schon... The Joke Craft kriege ich gerade einen Clip zugeschickt. Okay, Moment. Aber keine Sorge, Leute, wer Mist macht, muss das auch wieder ausbaden können. Deshalb bin ich zurück in Sebos Base gegangen und habe alles repariert. Und Sebo hat sich einen Stuhl genommen, hingesetzt und einfach zugeguckt. Zu komisch. Plus Cam-Account. Plus Cam-Account, genau. dann brauchst du dich ehrlich gesagt nicht wundern, wenn das irgendwann sagt, so ja, nee. Enough is enough. Entschuldigung, dass ich gerade so lache. Ich bin gerade dabei, die Base von Sebo zu reparieren und Sebo baut sich einfach einen Stuhl, setzt sich hier hin und guckt zu. also gechillt ist der Typ schon. Ich bin jetzt in der Overworld, ich kann jetzt schlafen, perfekt. Es war gerade übrigens geil, als du gesagt hast, wir haben 40 Frames, kam bei uns nur an, wir haben viel Lag, 10 Frames. Das war sehr bemerkenswert, muss ich sagen. Aber das ist Discord. Discord ist einfach Schmutz, was das angeht. Ja. Kaum sind mehr als 3 Leute im Channel. Schwierig. Ja, Discord ist wirklich, wirklich schwierig. Deswegen habe ich auch immer noch einen TeamSpeak-Server. Ja, vor allem, wenn du halt diesen, ja, normalen Freeze-Ding nimmst. Genau. Also wenn du jetzt irgendwie genug Boosts hast für Stufe 3, dann geht's. Aber wenn du halt keinen geboosteten Server hast, dann ist es Mist. Was ich irgendwie wack finde. Also naja. Vor allem, ich meine, man kann ja sagen, okay, ich zahle 5 Euro im Monat und dafür habe ich gute Sprachqualität, aber Discord so, nee, du zahlst bitte 150 Euro im Monat für gute Sprachqualität. Oh, danke! Das ist so wild. Aber man lässt OBS häufiger auf Graka laufen, Chat. Also du kannst mit, du kannst doch locker, wenn du normal streamst, nicht 2 Cam-Accounts und keinen Bobby, keine Bobby-Mod mit 32 Chunks hast, kannst du locker über Endwing streamen. Am Ende habe ich es dann doch noch geschafft, Sebo's Base erfolgreich zu reparieren. Alle waren glücklich, alles war gut und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch. Moment, Sebo hat mir gerade eine Nachricht geschrieben. Sehr geehrter Herr Joecraft. Hiermit lade ich Sie zu feiner Vernehmung ins Polizeirevier ein. Ihnen wird hiermit offiziell unterstellt, die Schaltplatte Pickstep von Sebo 0815 mutwillig bzw. unabsichtlich zerstört zu haben.
Alles Weitere möchte ich gerne mit Ihnen im Revier bequatschen. Gerne am Donnerstag 22 Uhr. Falls Sie noch am Freitag können, dann um 21 Uhr mit freundlichen Grüßen Ihre Polizei. Leider hatte ich an beiden Terminen nicht Zeit, deshalb bin ich heute Abend ins Revier vorgeladen. Leute, das Ganze wird live stattfinden. Schaut unbedingt in den Stream rein auf twitch.tv/thejoecraft_live oder ihr sucht auf Twitch nach thejoecraft_live. Stream wird wahrscheinlich ab 17, 18 Uhr stattfinden. Oh Gott, was hat das jetzt zu bedeuten?